Tina Kramer. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wenn man Bill, Tom, Gustav und Georg vor ein paar Monaten gefragt hätte, was der Steiger Award ist, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht gewusst. Jetzt haben die Jungs von Tokyo Hotel diesen Preis erhalten, gemeinsam mit Boris Becker und anderen Superpromis. Der Aufstieg der vier Teenager klingt wirklich fast wie ein Märchen. Roger Krenz und Felix Schützler über kleine Männer mit einem sehr großen Preis. Sie sind berühmt, reich und haben eigentlich alles, was sie brauchen. Stars sind schon zu beneiden. Selbst alltägliche Dinge müssen sie oft nicht selbst machen. Schließlich gibt es Leute, die dafür bezahlt werden. Und zwei von diesen fleißigen Helfern haben wir in New York und London besucht. Susanne Haring und Enno Koch stellen ihnen die Bäckerin und den Juwelier von Stars wie Elton John oder David Beckham vor. Er scheint der Pechvogel unter den Stars zu sein. Izzy Gallegos von der Boyband S5. Zuerst verliert Izzy beim Turmspringen von Stefan Raab fast das Augenlicht. Und dann zieht er sich bei einem Auftritt einen Kreuzbandriss zu. Die Folge: Tanzverbot und Stubenhocken. Wie es Izzy heute geht, wissen Ingo Tretbar und Felix Schützler. Sie haben den 22-Jährigen in der Reha besucht. Überwinden würden Millionen Frauen auch gern ihren Ärger über die verhassten Dellen an Po und Oberschenkel. Fast 80% leiden an Zellulite und würden fast alles tun, um sie wegzubekommen. Für ca. 1.500 Euro verspricht jetzt eine neue Methode Abhilfe. Ein Laserstrahl schmilzt angeblich die Dellen einfach weg. Ob das funktioniert, haben Alexa Scholz und Anja Blädgen getestet. Viele fragen sich im Moment, was ist eigentlich bei Yvonne Katterfeld und Wayne Carpendale los? Das hübsche Paar zeigt sich kaum noch zusammen in der Öffentlichkeit. Dafür sieht man Yvonne immer öfter mit Eric Benet, dem Ex-Mann von Halle Berry. Mit ihm schlendert sie Arm in Arm durch München oder Berlin. Philipp Hageni klärt uns auf, er hat die beiden getroffen. Wie heute George Clooney. Und das ist auch Filmproduzenten in Hollywood aufgefallen. Und das Ergebnis verrät Ihnen Ingo Tretbar in Starblitz. Wie sieht's aus? Wollen Sie Ihrem Lieblingsstar mal ganz nah sein? Dann hätten wir was für Sie. Willkommen zurück zu Blitz Teil 2. Was würden Sie tun, um etwas Zeit mit Ihrem Lieblingsstar verbringen zu können? Ich meine jetzt kein kurzes Gespräch beim Autogramme schreiben, sondern wirklich mehrere Stunden gemeinsam mit Ihrem Idol. Wenn Sie etwas Geld für einen guten Zweck locker machen, ist das möglich. Stefanie Seidel hat's getan und durfte einen Tag mit Hubertus Regu verbringen. Und was die beiden angestellt haben, das weiß Tarek Hijazi. Na dann wünsche ich Ihnen nachher viel Spaß, wenn die großen Stars verschenkt werden. Vorher sollten Sie aber unbedingt Nur die Liebe zählt sehen. Das kommt nämlich jetzt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Um 10 vor 7 warte ich auf Sie. Jetzt noch einen schönen Sonntagabend für Sie. Auf Wiedersehen.